Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harveys Neue Augen. Wir haben eine kleine Entdeckung gemacht. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Auf Kamera. Wir haben ja hier mit der Sonnenuhr rumgespielt. Und jetzt ist die Mayonnaise normal. Der Geier sprach hier irgendwas von schlechtem Essen. Wenn wir die Sonne jetzt umdrehen, haben wir immer noch Mayonnaise. Klappt nicht so, wie ich dachte. Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Dann putz dir mal die Zähne. Probieren wir es nochmal. Lilly hatte gehört, dass Mayonnaise in der Sonne schnell verdarb. Sie würde sie wohl schnell aufbrauchen müssen. Lilly wurde ein wenig schlecht bei dem Gedanken. Ja, das. Ah. Jetzt. Okay. Lilly schaute sich um. Warum war nie jemand da, der einem etwas verbot, wenn man es am dringendsten brauchte? Ja, komm, wir brauchen es ja. Oh, ist das eklig. Schon allein Mayonnaise essen ist so eklig, aber... Wir brauchen es ja. Stimmt's, klein Lilly? Jetzt können wir nämlich zu dem Quacksalber. Wir sind ja jetzt krank. Wir haben schlechte Mayonnaise gegessen. Sollte man ihn nachmachen. Der geht zum Hinterhof. Hallo, du Quacksalber. Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Antifaltencreme mit hautstraffenden Materialien aus der Raumfahrt. Aus der Raumfahrt. Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt. Und jetzt neu, die Pille für zwischendurch. Für alle, die vorher keine Zeit hatten und nicht auf das danach warten wollen. Kommen Sie, staunen Sie. Ja. Nehmen Sie eine Kostprobe von Alcofix, dem exklusiven Wunder Allheilmittel auf Alkoholbasis. Das brauchen wir. Schmeckt hochprozentig, wird hundertprozentig. Ach, du schon wieder? Ja, ich schon wieder. Du brauchst nicht unbedingt näher kommen. Es sei denn, du hast inzwischen eine ansteckende Krankheit bekommen. Ach, dann dürfen wir näher kommen. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Hepatitis? Gebärmutterkrebs? Einen verborgenen Magen haben wir. Ja, aber hallo! Was haben wir denn da? Da hast du dir aber ganz was Besonderes eingefangen. Was ist es, Herr Doktor? Glückwunsch. Damit bist du auf jeden Fall qualifiziert, um eine Probe von Alcofix, dem Wunderschnaps, auszutesten. Das behalten wir aber nicht jetzt, oder? Siehst du mir schon fast überqualifiziert aus. Unheilbar. Der Ausschlag ist so akut, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob er selbst mit Alcofix überhaupt noch heilbar ist. Bravo. Am besten nimmst du gleich die ganze Flasche mit. Dankeschön. Und tschüss. Oh, bitte lass das nicht benutzt sein. Boah, ist das widerlich. Hallo. Lilly mochte die Kälte. Sie erinnerte sie an ihr Bett. Ja, jetzt im Sommer kann man das auch gut gebrauchen. Ein Hase. Ach, Geisterhase. Sag mal. Bist du denn? Bei dieser Kälte kann man sich schneller ja Kälte nennen.
was nie, was nicht heißt, dass ich krank wäre. Nein, mit den vielen Alkohol. Dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Kein Alkoholiker? Komm, ich schenke dir mal was. Bitteschön. Danke. Oh Gott. Was ist das? Das war schon einmal benutzt. Die Medizin. So. Endlich. Endlich. So schön. So schön. Der Flaschengeist hatte seine eigene Regel gebrochen. Offenbar war es in gewissen Situationen durchaus mal erlaubt, sich einen Schluck zu genehmigen. Jetzt gleich singt der schmutzige Lieder. Was tust du denn da? Jetzt trinken wir den Geist. Und runter damit. Der sieht witzig aus. Na, bricht aus. Ach, ich muss das erst auf. Ja, HW, hallo. Du sollst keinen Wissen wir. Alkohol trinken. Klein Super Lilly trinkt jetzt Alkohol. Drei der Regeln haben wir schon gebrochen. Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Was hast du denn? Der schmeckt doch bestens. Und dieses Brunnen in der Lunge. Lunge? Geht's dir gut? Ja, bitte. Ich glaube, das kriegt er jetzt nicht mehr hin. Brauchst du Valium? Nein? Die Idee war gut, aber irgendetwas fehlte. Ein Drink, den er mir nicht mehr macht. Dann verlassen wir mal, gucken, ob der Alkoholpegel jetzt reicht, dass wir eingesperrt werden. Komm, geh rein, Lilly. Den Test haben wir locker bestanden. Was ist denn das? Du bist ja voll wie eine Haubitze. Los, ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Da gehen wir doch freiwillig rein. Ja, sicher. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. In deinem Alter schon zur Flasche greifen. Wir fangen immer früher an. Und da war sie nun endlich. Lilly war gespannt. Ein Hamster. Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Vielleicht hatte Lilly endlich einen neuen Freund gefunden. Vielleicht war aber auch alles wie immer. Geheimagent Hamster. So, können wir jetzt raus? Was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Das hättest du dir überlegen können, bevor du zur Flasche gegriffen hast. Ach, Herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Durch genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freien Fuß gesetzt. Du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Oh, das ist aber nett. Versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Natürlich nicht.
Ehrenwort, das kann ich nicht. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht lügen. Moment, Harvey, nicht abhauen. Dann geht's weiter mit der Hypnose. Oh, Knäuel! Ja, wie so eine Katze. Ugi. Süß. Ja, Justitia, so hieß sie. Aber du wärst es wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig verzeiht, oder? Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen, oder doch? Aha, nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück. 3 Scheiben Toast. Lecker Toast. Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Nein, sind sie nicht. Natürlich sind Lügen böse. Nein. Warte, ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Nie, nein. Natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, jedoch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einander hinführt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst. Ach, wir sollen die jetzt sortieren? Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was anderes. Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was anderes. Dann erklär's mir doch mal. Hier ist eure Logik gefragt. Setzt Justitias Aussagen in Relation, so dass eine neue Aussage entsteht. Schafft ihr es, Justitia in nur 3 Zügen zu beweisen, dass Lügen durchaus gut sein können? Mal gucken. Ja, das ist logisch. Ja, also Gott ist gut und wahrhaftig. Gott ist zur Wahrheit, er ist voller Weisheit. Jetzt machen wir, der Teufel ist böse mit viel Weisheit. Der Teufel lügt mit all seiner Bosheit. Ja, das ist logisch. Und jetzt... Genau. Gott ist auch voller Weisheit. Was machst du denn? Nee, stimmt nicht. Warum lässt sich ja gar nichts ableiten? Probier was anderes. Oh nein. Ja, das ist logisch. Und das letzte. Ich probiere es noch einmal und wenn, müssen wir die Folge jetzt gleich beenden. Ja. Ich wollte das. Was machst du denn da? Nee, okay, dann stimmt es nicht.
Dann werden wir jetzt eben einmal die Folge beenden und wir sehen uns das nächste Mal. Und dann mit der Rätsel lösen.